Ich mache es wahnsinnig gern. Ich bin so mathematisch veranlagt und diese rhythmische Genauigkeit und auch tonliche Genauigkeit, also man kennt ja normalerweise Halbtöne als kleinstes Intervall sozusagen, und da dann noch drunter zu gehen, noch feiner zu werden mit der Stimme, das hat mich einfach interessiert und tut es auch immer noch. Also. Also, was ich richtig spannend finde, ist, dass man ja, wenn man Uraufführungen macht, Stücke sozusagen wie eine Art Geburtshelfer ist. Man versucht rauszukriegen, was ist dieses Stück, wie ist dieses Stück. Es gibt kein, also wenn man Mozart singt, hat man ein ästhetisches Zwangsjacke eigentlich, in die man irgendwie passen muss. Und bei neuer Musik muss man einfach rauskriegen, was will das Stück, wo geht das hin? And it's a little bit like reading a treasure map and figuring out, oh, what does this mean? What does this mean? And or cracking a code or something. So. Und was kann ich mit der Stimme noch machen? Dann musst du flüstern und dann musst du schreien und das muss ja alles noch irgendwie zum Apparat passen, ne? Dass man dann anschließend auch noch Bach und Mozart singen kann. It's very fun. I find it very kind of freeing. That there's kind of, if you make a strange noise, it's not like a terrible thing. Like, you know, if you're a child in class and you make that noise, you get yelled at. But no, I get paid money to make that noise, Ich which is. finde, bei neuer Musik gibt es einfach spezifische Probleme, die man, für die man eine Lösung finden muss. Zum Beispiel, wenn Töne sehr dicht nebeneinander liegen, auf seinem Ton beharren und nicht sofort verschmelzen wollen mit dem Nachbarn, was man natürlich in klassischer Musik mit der etwas klareren Harmonik einfach sofort macht, damit die Intonation gut ist und einfach ein Akkord gut klingt, sondern muss da einfach knapp nebeneinander bleiben und das auch dazu steht. Man kann in ganz fremde Welten entführt werden, das ist wie Science Fiction. Man kann in Träume entführt werden, man kann hinterher Töne hören, wenn eine Tür quietscht. Also wenn die Ohren so getuned sind auf dieses feine Mikrotonale, dann geht man mit einem, ich finde, mit einem erweiterten Horizont raus jetzt. New music, there's so many different kinds of new music out there now. It's a bit like pop music or rock music or something. It would be sad to dismiss a whole genre because of the things that you've encountered. If you're willing to dig within that genre, there will be something for you. You just, it might take a while, but you will find something. And it'll be worth the wait. But you do have to go digging because there's so much stuff out there. So don't give up.